Ich hatte euch ja neulich das Premium Keramikwaffenfett der Firma Ostermeier Jagd vorgestellt. Video verlinke ich euch hier oben. In diesem Video sagte ich auch, ich bin kein Freund von Fetten. Dazu stehe ich, aber es gibt Bereiche oder auch Waffen, wo ich das Fett eher verwenden würde als bei anderen. Und da bewege ich mich jetzt zum Beispiel bei meiner Mauser 08. DWM 1920. Das liegt einfach daran, dass, sage ich mal, die Fertigungstoleranzen hier vielleicht ein ganz klein wenig größer sind, vielleicht auch nicht, aber bei dem System der 08 sehe ich tatsächlich eher den Einsatz von Fetten als von Ölen oder je nachdem in welchem Bereich. Da ich jetzt sowieso meine 08 mal wieder schrubben muss, weil ich sie neulich wieder geschossen habe, werde ich mal ganz kurz zeigen, wo ich tatsächlich den Einsatz von Fett sehe. Ich habe im Vorfeld bereits die Waffe schon auseinandergenommen und habe sie mal mit dem Schlätec Gun Cleaner eingesprüht und den Lauf mit dem Schlätec Bore Cleaner. Beides findet ihr unten im Link zum Online-Shop der Firma Schlätec. Ich kann dieses Material tatsächlich absolut wärmstens empfehlen, hat eine hervorragende Reinigungswirkung. So, wie gesagt, den Lauf habe ich bereits eingesprüht. Und bevor jetzt irgendeiner etwas sagt, oh, der zieht die Bürste ja wieder durch den Lauf rückwärts zurück. Ja, das tue ich, denn ich halte mich hier tatsächlich zum Beispiel auch an die Fibel der Firma Niebling. Die verlinke ich euch ebenfalls unten. Das ist hier zum Beispiel der Niebling Putzstab, in der drinne steht, ganz klar, man kann die Bürste durchaus zurückziehen. Man muss nur darauf achten, dass sie tutto completo durchgeschoben wurde und nicht mitten in der Bewegung, sprich mitten in diesem Zustand zum Beispiel, rausgezogen werden würde oder zurückgezogen wird. So, wir machen hier richtig schön mehrere Durchgänge. Und wir wollen ja auch, dass der ganze Schmodder tatsächlich ausreichend gelöst wird. So, dann nehmen wir mal die Filze, schieben die durch den Lauf. Oh ja, und auch hier kann man ganz problemlos den Filz wieder zurückziehen. Und wir sehen schon, was da für ein Schmodder tatsächlich drin gewesen ist oder noch drin ist. Mittlerweile bin ich ein ziemlich guter Freund von diesen Filzen. Sie haben eine sehr, sehr gute Reinigungswirkung, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es ums Detailreinigen geht. Und auch wenn man jetzt der Meinung ist, das ist eine sehr verschwenderische Art und Weise zu reinigen, mag durchaus sein, immerhin kosten die Filze ja auch Geld. Aber dadurch, dass sie halt ein weiches, verhältnismäßig weiches Material sind und sich damit auch den Feldern und Zügen anpassen, ist das eine sehr, sehr schöne Möglichkeit der Reinigung. So, ich nehme dann ganz gerne auch noch mal ein bisschen Pulpo, ebenfalls von der Firma Niebling. So, tunke ich jetzt mal einfach richtig schön den Filz da rein, stecke dann den Trocken wieder oben drauf. Und dann gehen wir noch mal da schön durch. Ja, der Schmodder ist langsam weg. So, das ist jetzt vom Schmutzgrad, das ist eine Information, die ich auch von der Firma Niebling bekommen habe. Der Filz, wenn der wieder zurückkommt, sollte nicht 100% sauber sein. Also der sollte noch durchaus ein bisschen dunkel sein, was dann eher von dem Reinigungsmittel herrührt, als tatsächlich noch irgendwelche Schmutzreste innerhalb des Laufes sind. Und da würde ich tatsächlich sagen, der Lauf ist jetzt soweit eigentlich sauber. So, dann wischen wir den ein bisschen runter. Wie gesagt, ich habe die Teile im Vorfeld bereits mit Schlätec Gun Cleaner behandelt und eingesprüht, damit es einfach mal ein bisschen Zeit zum Einwirken hat. Wenn es dann tatsächlich mal sehr hartnäckige Verkrustungen an der Waffe sind, dann nehme ich auch gerne mal den Schlätec Carbon Cleaner noch mit zur Hand. Der löst dann auch richtig schön gut die Verkrustung auch mal weg. So, das ist okay. Dann nehmen wir nochmal hier das Griffstück mit in die Hand. Da habe ich auch vom letzten Mal das Öl noch drauf gehabt. Ja, und warum ich jetzt das Ostermeier Schmiermittel hier nehme,
Hat nichts mit Bevorzugung oder wie auch immer zu tun. Und ich sage mir ganz einfach, wir sprechen hier über eine ältere Waffe, wo ich ganz einfach nur sage, es kann durchaus Sinn machen, hier mit einem Fett zu agieren, was einfach ein bisschen mehr Haftwirkung hat als ein normales Öl, was dann doch eher dazu neigt, wegzufließen. Irgendwann mal. Nochmal die Pfeifen reinigen und gehen wir hier durch die Führung. Problem bei der 08 ist halt, man kommt nicht immer so richtig gut in die verschmutzten Bereiche rein. Und ich habe effektiv keine Lust hinzugehen und jetzt hier das komplette Ding auseinanderzunehmen. Alle Federn raus in den ganzen Kram, das ist mir echt zu blöd. So, und jetzt nehmen wir einfach mal einen Pinsel und machen das Fett schön in den Bereich rein. Kann es erstmal ein bisschen breit gefächert damit drauf. Wie gesagt, Fette sind halt relativ ergiebig. Und haben halt einfach, man braucht wirklich nicht viel. Man kann es natürlich auch mit dem Finger auftragen, ganz klar. So, das ist ja jetzt der Bereich, wo der Lauf mit dem Schlittenteil quasi innerhalb des Griffstücks sich bewegt. Und da man jetzt nur sehr, sehr schwer an diese Rillen hier drin kommt, mache ich das Fett hier ein bisschen mit dem Finger. Oh, das war vielleicht ein bisschen arg viel. Hier einfach mit dem Finger ein bisschen drauf. Ja, und der Verschmutzungsgrad hier in dem Bereich durch Pulverreste oder was auch immer, ist halt einfach bei der 08 wesentlich geringer als bei modernen Waffen mit normalem Schlitten. Und daher sehe ich aus meiner Meinung heraus in diesem Bereich der Waffe eher das Thema der Fette als Öle. So, dann können wir im Großen und Ganzen den Verschluss wieder einsetzen. So. Setzen wir Platte wieder drauf. Die Gleiteigenschaften von diesem Fett sind sehr schön, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Firma Ostermayr Jagd. Das habe ich eben gerade auch beim Aufziehen des Schlittens gemerkt. Das ist mir vorher gar nicht so arg aufgefallen, aber man merkt es halt bei einer Waffe wie der alten 08, wie die Gleiteigenschaften positiv sind bei diesem Öl. Ja, alle Produkte, die ich jetzt hier verwendet habe, findet ihr unten in den Links. Firma Schlätek, Niebling, wie auch Ostermayr Jagd, ob jetzt das Waffenöl oder das Waffenfett. Wie gesagt, hier haben wir noch den Schlätek Gun Cleaner, ein auf Wasser basierender Reiniger und Entfetter. Wir haben den Bohrcleaner der Firma Schlätek. Wir haben die Reinigungsutensilien der Firma Niebling. Alles hervorragende Produkte, die ich tutto completo wärmstens empfehlen kann.